ist keine Übung. Wir werden angegriffen. Wiederhole, das ist keine Übung. Jared, du Angsthase, komm ran, wir werden angegriffen. Alle sollen sich auf dem Deck sammeln. Ich bin noch nicht irre. Hast du mal nach draußen geguckt? Überall Flaggschiffe von Cyborgs. Wir sind hier totgeweiht. Wir können sie nur zurückschlagen, wenn alle mithelfen. Also komm schon. Nein, ich kämpfe nicht mit. Ich will mein Leben behalten. Du wirst nicht länger leben, wenn du dich hier verkriechst. Da sprichst du ein wahres Wort, Steven. Hilf mir mal hoch. Komm mit mir, wir flüchten. Wo willst du hin? Fluchtkapseln. Ach, Scheiße. So, Tür auf. Und rein da. Steven, wo bleibst du? Bin schon da. Und start. Du hast Glück, dass du mit dem weltbesten Piloten unterwegs bist. Glück. Wir sind Deserteure. Ich hätte da bleiben sollen, um meinen Kameraden zu helfen. Bleib locker. Guck dir die Cyborg-Flotte an. Gegen die hätten wir nie eine Chance gehabt. Ist das da hinten ihr Hauptcomputer? Wo? Na, da hinten. Die große Fregatte mit der grünen Laserbatterie. Scheiße! Die Belagerung der Cyborgs hält weiterhin an. Die Abwehrflotte wurde innerhalb von wenigen Sekunden komplett zerstört, als aus dem Hauptcomputer ein gigantischer grüner Laserstrahl herausschoss, den man sogar auf der Erde sehen konnte. In Gedanken sind wir bei den heldenhaften Soldaten, die bei der Verteidigung ihr Leben ließen. Nun schalten wir live zu den beiden einzigen Überlebenden, Jared Tameron und Steven Kordak. Es spricht Oberst Lind. Den beiden Rekruten, Tameron und Kordak, ist es gelungen, den hinterlistigen Angriff des Cyborgs zu überleben. Durch ein riskantes Manöver konnten sie die gegnerische Flotte umgehen und dadurch wichtige Informationen sichern. Wie haben sie das geschafft? Also, ich habe in meiner Kajüte geschlafen, als der Alarm anfing. Bin dann aufgestanden, Gewehr gegriffen und los den Gang entlang. Kam am Schlafplatz von Rekrut Tameron vorbei. Ihm dann Bescheid gegeben. Und dann? Ja, dann sind wir zu den Rettungskapseln. Rekrut Tameron vor mir und dann... Dann habe ich dieses grüne Licht gesehen und wusste sofort, was los war. Ich dann zu Steven so... Zu wem? Zu Steven. Dingens. Rekrut Kordak. Tameron, gehen Sie gefälligst respektvoll mit Ihren Kameraden um. Weiter. Also, ich dann zu Rekrut Kordak. Bleib du hier und mach die Rettungskapseln bereit. Ich hol die anderen und er dann so, warum? Aber da war ich schon weg. Im Flur liefen dann bestimmt ein Dutzend Cyborgs rum. Ich reiß also so mein Gewehr hoch und mähe sie alle nieder. Sehe dann, dass auf Deck alle Soldaten schon tot waren. Da konnte ich niemandem mehr helfen. Ich also wieder zurück in die Rettungskapseln, die Steven... Rekrut Kordak. Die Steven startklar gemacht hatte. Und dann sind wir zack auf die Erde. Und hinter uns explodiert so alles und ich so zu Steven so, fuck, es ist der Hauptcomputer. Rekruten, ich würde Ihnen gerne glauben, jedoch sieht mir das ziemlich nach Desertation aus. Sie beide haben Ihre Kameraden im Stich gelassen, ließen sie sterben für Ihr eigenes Wohl. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie lügen. Aber das war doch alles ganz anders. Still, Rekrut, der Oberst spricht gerade. Aus dem derzeitigen Gesetz ergibt sich daher folgende harte Sanktion. Die Beförderung in die Elitetruppe. Oh, das ist herzlichst nett von Ihnen, Oberst. Beförderung? Nun, das war nicht, was ich sagen wollte. Ach doch, da bin ich mir sicher. Bei unseren guten Leistungen. Ein Held braucht schließlich eine geeignete Würdigung. Ein Held, dessen Ziel es ist, die verdammten Cyborgs auszulöschen. Ein Held, der... Holen Sie mal Luft, Tameron. Die Sitzung ist geschlossen. 3 Tage nach unserer Beförderung wurden wir eingezogen. Eine Luftkapsel schoss uns zu der Flotte der Elitetruppe. Wir waren nun Teil einer Spezialeinheit, die gegründet wurde, die Cyborgs ein für alle Mal auszulöschen. Ich fühlte mich mies. Tameron hat alle belogen, uns als Helden dargestellt, obwohl wir feige davongelaufen sind. Daher meldete ich mich freiwillig, als der General nach fähigen Leuten fragte, die kein Risiko scheuen. Ich hatte einiges wieder gut zu machen. Mein Befehl lautet, in das Hauptschiff der Cyborgs zu fliehen und dort den Computer zu deaktivieren. Dafür wurde mir eine Bombe überlassen. Jared soll einen EMP an die Cyborg-Flotte heranbringen, während die restliche Elite-Truppe uns Deckungsfeuer gibt.
Ich vertraue Jared nicht. Er ist feige und rücksichtslos, aber er hat mir nun mal das Leben gerettet, wenn auch auf eine unheroische Art. Kordok, melden. In Position und bereit, General. Tamarin, melden. Bin bereit, Chef. Also gut, ihr wisst, was zu tun ist. Tamarin wirft den EMP ab. Dieser detoniert und legt die Cyborgs und Verteidigungsanlagen lahm. Kordok fliegt rein, sucht den Hauptcomputer und bringt dort die Bombe an. Uns wurde empfohlen, den Computer umzuprogrammieren, doch die Elite-Truppe verfolgt andere Ziele. Wir stehen für Sicherheit. Und sicher kann es nur ohne Cyborg sein. Tamarin bringt währenddessen das Fluchtschiff in Position. Wenn der Hauptcomputer zerstört wurde, fliegen beide wieder zurück. Der Rest der Flotte gibt Feuerschutz und versucht, so viel Schaden anzurichten, wie es geht. Also dann, meine Herren, viel Glück. Lasst uns die Menschheit retten. So, Kumpel, dann legen wir mal los. Mach keine Scheiße, Jared. Ich doch nicht. So, wir sind da. Das sind verdammt viele, verdammt große Schiffe. Da soll ich durch? Na klasse. Keine Sorge, du hast uns als Absicherung. Beruhigt mich jetzt nicht sonderlich stark. Ja, verdammt! Die schießen auf mich! Das ist eine größere Gegenwehr, als ich erwartet habe. Erzählen Sie das Ihrer Großmutter. Bekommt Ihre Geschütze in Griff und helft mir, verdammte Scheiße. Es sind so viele. Unsere Verluste werden zu groß. Wie soll ich denn da durchkommen? Wir brechen ab, versuchen es später noch einmal. Es sind einfach zu viele. Unsere Verluste sind zu stark. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt kann ich auch gleich den EMP zünden. Sind Sie wahnsinnig? Das wird einige unserer Schiffe lahmlegen. Außerdem erreicht es den Hauptcomputer vielleicht nicht. Wenn Sie zu unfähig sind, mich vernünftig zu unterstützen, dann müssen Opfer gebracht werden. EMP gezündet. Die widerliche Bastard! Der Kontakt zu 12 Abfangjägern und einem Flaggschiff wurde abgebrochen. Aber der EMP hat funktioniert. Sehen Sie, die Cyborgs bewegen sich nicht mehr. Ich fliege jetzt rein. Folg mir, Jared. Na klar. Ich lande das Schiff im Hangar von dem größten Cyborg-Schiff. Hinter mir landet Tamarin. Er grinst, aber ich sehe, dass er sich nicht wohlfühlt. Ich steige aus und blicke auf mein Handgelenk. Der General überträgt die Karte von dem Schiff. Ich hechte durch die dunklen Gänge. Der Strom wurde wirklich deaktiviert. Überall stehen Cyborgs in ihrer Bewegung erstarrt wie eingefroren. Ihre Augen spiegeln das Licht von meiner Lampe. Mit wem redest du? Mit mir selbst. Hilft mir dabei. Du hast Angst, was? Angst? Naja, ein wenig. Wenn du das hier sehen würdest, wäre dir auch mulmig zumute. Steven hat Angst! Steven hat Angst! Missbrauchen Sie die Kommunikationssysteme nicht, Tamarin. Ich stehe jetzt vor einer großen Tür. Mache sie auf. Ja, hier ist der Hauptcomputer. Ansonsten nichts zu sehen. Kein Cyborg und auch kein Licht. Platzieren Sie die Bombe, dann haben Sie es geschafft. Bombe platziert. Oh, Scheiße! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Das Terminal ist wieder an. Hallo? Verdammt. Hallo, hört mich noch jemand? Hallo, Steven. Fuck, wer ist da? Wieso willst du mich sprengen, Steven? Ich habe dir nie etwas getan. Verdammter Cyborg-Abschaum. Ihr assimiliert Menschen, lasst sie leiden, entreißt Fleisch und Haut. Das sagen die Menschen, Steven. Wir sind keine Monster. Wir können einstellen, wie sehr die Assimilation schmerzt. Böse Menschen spüren viele Schmerzen. Nette Menschen spüren wenig. Aber weshalb? Weshalb wollt ihr die Menschen auslöschen? Menschen sind böse. Sie denken nur an sich, sind hinterhältig und bringen nur Leid über andere Lebewesen. Wir sind besser. Wir sind perfekt. Wir nutzen keine Lebewesen aus, außer jene, die es verdient haben. Nicht alle Menschen sind böse. Viele haben Freunde, Familie, gehen gut miteinander um. Ich beweise dir das Gegenteil. Es wird dir niemand helfen. Pass auf. Funkkontakt wiederhergestellt. Bombe zündet in 2 Minuten. Steven, was ist bei dir los? Der Computer wurde vom EMP nicht getroffen. Er hält mich hier fest. Hilf mir, verdammte Scheiße. Die Cyborgs hier fangen an, sich zu bewegen. Wenn ich rausgehe, werde ich überwältigt. Hast du die Bombe platziert? Hast doch angeblich ein Dutzend Cyborgs vernichtet. Hier fliegt gleich alles in die Luft.
Komm schon! Jared! Jared, komm schon! Er ist weggeflogen. Was? Oh, verdammte Scheiße! Ich habe es dir gesagt. Menschen sind niederträchtige Wesen. Was? Oh, verdammte Scheiße! Die Bombe! 3 Sekunden! Nein! Schild aktiviert. Tamarin, Kordak, bitte melden. Tamarin, Kordak, bitte melden. Oh, Scheiße. Tamarin hier. Was ist bei euch los? Schiff ist explodiert. Kordak ist gefallen. Komme zurück zur Zentrale. Scheiße. Ist das Ziel eliminiert? Ich habe bei der Explosion etwas wegfliegen sehen. Ja, alles erledigt. Die Menschheit ist gerettet. Alle sind in Feierlaune und sie rufen nur einen Namen. Jared Tamarin. Er hat viel riskiert und viel geleistet, um uns alle zu retten. Er ist nun mit mir live im Studio und bereit für ein Interview. Guten Tag, Herr Tamarin. General Jared Tamarin, wenn ich bitten darf. So viel Zeit muss sein. Oh, entschuldigen Sie. General Jared Tamarin, mögen Sie von Ihrer Heldentat berichten? Sehr gerne, Schätzchen. Also, ich flog mit meinem Schiff zu den Cyborgs. Irgendein General wollte mir Rückendeckung geben, war aber nicht sonderlich hilfreich. Musste dann das meiste doch im Alleingang machen. Ich warf die EMP-Bombe perfekt auf das Hauptschiff, nachdem ich zahlreichen Cyborg-Fliegern ausgewichen bin. Der Soldat, der die Bombe am Hauptcomputer anbringen sollte, wurde schon vorher abgeschossen und der General wollte auch zurückrudern. Ich bin aber gelandet und habe mich bis zum Hauptcomputer durchgeschlagen. Die Cyborgs liefen mit einer Art Notstrom. Jedenfalls kam ich am Computer an, brach ihn auf und platzierte meine Granaten. Ich sprintete zurück, flog wie ein Weltmeister aus der Reichweite der Bomben und dann explodierte es. Sollten Sie den Computer nicht einfach nur umprogrammieren? Ach so, ja, klar. Das hatte ich vor der Explosion gemacht, um halt sicher zu gehen. Vielen Dank, Herr Tamarin. General Jared Tamarin. Und nun die News. Der Erlass, der Söldner in der Flotte verboten hatte, wurde aufgehoben.